So, und damit willkommen zurück zu Let's Play Command & Conquer und Tiberian Wars auf Seiten der Skrinds. Wir waren ja im letzten Part stehen geblieben, dass wir hier versucht hatten, durchzukommen. An die Arbeit. Ziel bestätigt. Muss mal eben gucken, dass ich die Granadiere hier irgendwo finde. Verstand. Die hier irgendwo rumrennen. Nähere mich Ziel. Ziel bestätigt. Oh, das war knapp. Das ist knapp, er hat mich getroffen voll. So. Ne, die Türme kann ich nicht übernehmen, okay. Na gut, immerhin. Wow, wow, wow. Da sind die Viecher. Die habe ich gesucht. Granaten bereit? So, drauf da. So. So, den Panzer übernehmen wir auch. Ich traue mich eigentlich nicht so wirklich mit dem Ingenieur hier so durchzulaufen. So. Ich will zumindest den Turm da an der Ecke platt machen. Erwarten Befehle. Greifen an. Na. Unterwegs. Fahren wir hier so bitte rum. Panzerdivision ausrücken. Oh, da kommen Granadiere. Raus. Ich kümmere mich um alles. Predator kampfbereit. Schafft Platz. Einheit verloren. Gut, ausgewichen. So. Sie haben keine Chance. Die übernehmen wir jetzt. Alles klar. Los, los. So, läuft mal hier rüber. Erwarten Befehle. Ja, das war mal total falsch. Hier rum, dann könnte ich darum. Da kommt der andere, da kommt noch ein Panzer, nehmen wir den erstmal. Erwarten Befehle. Ziel bestätigt. Also ich glaube, es sind bei den Skrinds nur 5 Missionen oder so. Ziel bestätigt. Jawohl. Sehr schön. Dann können wir bis dahin schon mal vorrücken. Einheit wird angegriffen. Oh, jetzt geht das da los. Ah, Mensch, die krallen wir uns. Okay, Männer. Rücken vor. Los, los! Einheit verloren. Ich speichere jetzt noch ab und versuche mal mit dem Ingenieur durchzulaufen. Mal gucken, ob das klappt. Ich kümmere mich Weil der ist ja nicht sehr schnell eigentlich. Bin unterwegs. Ich steuere den mal mit der Hand. Bin unterwegs. Verstanden. Bin unterwegs. Habe ich Feuerschutz? Verstanden. Ach so! Okay. Das überrascht mich jetzt, dass ich da so durchlaufen kann. Naja, gut. Einsatzziel erreicht. Gut. Deaktiviert. Sehr schön. Empfange Nachricht. Defensivsysteme deaktiviert. Neutralisieren Sie sämtliche Einheiten der GDI nördlich von Ihrer Position. Och nö. Aber jetzt bin ich hoffentlich besser gewappnet. Ja, das sieht doch besser aus hier. Kines. Das macht doch schon Spaß hier. Okay. Verstärkungen sind eingetroffen. So, wo gingen sie denn gut? Stärken Infanteriefahrzeuge. Gebäude. Ja, wenn ich das mit dem Ingenieur gewusst hätte, hätte ich doch gar nicht so ein Terz herum gemacht. Stopp. Ich werde natürlich versuchen, noch mit dem Mastermind noch so ein oder zwei Einheiten zu holen.
Hoppala. Einheit wird angegriffen. So, 3. Spielt die Reichweite aus. Einfach die Reichweite von den Dingern ausnutzen. Die machen alles sowieso alleine. Oh, das macht so viel Spaß mit den Dingern. So. Ja, dann ist die Mission ja jetzt auch schon so gut wie geschafft. Ah, endlich. Wenn ich die in London schon gehabt hätte. Also, ich muss meinen Freunden noch sagen, dass ich London platt gemacht habe. Ich glaube, das wird sie freuen. Weil sie ist nicht so der Briten-Fan. Briten-Fan, wie das klingt. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Einheit verloren. Okay, das Mastermind ist da. Nein, stopp. So. Dann jetzt das Landefeld. So, das ist schon erledigt. So. Einheit wird angegriffen. Nein, stopp. Langsam, langsam, langsam. Ja, jetzt haben wir sie nämlich aufgeweckt. Einheit verloren. Okay, so. Einheit wird angegriffen. So, den Mammutpanzer drehen wir einfach mal um. Einheit wird angegriffen. So. Ich habe zwar alles verloren inzwischen, aber macht ja nichts. Ach nee, falsch. Stopp. 3. Okay. Einheit befördert. So. Dann haben wir es eigentlich gleich schon geschafft. Einsatzziel erreicht. Ja. Das war's. Bonusziel erreicht. Mastermind hat überlebt. Was haben wir denn? Gegenschlag der feindlichen indigenen Population. Hat sich neu organisiert und formiert sich zum Gegenangriff. Die indigene Population nutzt unsere im Laufe der Kämpfe identifizierten Schwachstellen. Anfangsvorteil verloren. Kampf wandelt sich von asymmetrischen zu symmetrischen. Taktische und strategische Überlegenheit hat jetzt oberste Priorität. Mission erfolgreich. War gut, dass jetzt die Gruppe 1 da reingelaufen ist. Das war jetzt so nicht geplant. Aber man sieht sofort, sobald die großen Kreuzer im Spiel sind, ist das sofort erledigt. So, das war Mission 2. Jetzt kommt Mission 3. Kroatien. Relaisknoten fertiggestellt. Bau aller 19 Brückenköpfe in Arbeit.
Der Widerstand nimmt allerdings weiter zu. Vergeltungsmaßnahmen zu befürchten. Ablenkungstaktik gescheitert. Sieg äußerst unwahrscheinlich. Empfehle sofortigen Abbruch der Mission, Großmeister. Die Mission wird wie geplant fortgesetzt. Der Overlord vermutet eine bewusste Herbeiführung der I-Core-LQ-Detonation, um unsere Sammler anzulocken. Zielgebiet nach Beweisen für vorsätzlich herbeigeführte Detonation durch indigene Population absuchen. Sämtliche I-Core-Informationen konfiszieren und weiterleiten. Befehl akzeptiert. Leite fragwürdige Befehle an Bodeneinheiten weiter. Primären Explosionskrater geortet. Ja, Kroatien, das stimmt ja. Kroatien, stimmt das? Ja, stimmt. Großmeister, die I-Core-LQ-Datenbank hat... Der Menschen sind in zwei Gebäuden in dieser Region untergebracht. Vielleicht enthalten diese Datenbanken Informationen, wie und warum das Signal, das uns hergeführt hat, vorzeitig erzeugt wurde. Erobern Sie die Gebäude und sichern Sie mit allen Mitteln gegen Angriffe. Sie haben ab sofort Zugriff auf unsere Korruptoren. Sie dürfen in dieser Region äußerst nützlich sein. Korruptoren. Initialisiere Video-Ablink. Ach die. Missionsausführung unzureichend. Der Overlord verliert die Geduld. Alle I-Core-LQ-relevanten Informationen und Artefakte bergen. Sofort! Empfange Nachricht. Großmeister, wir haben zwei Informationsgebäude lokalisiert, die Daten über die Explosion von I-Core-LQ enthalten. Erobern Sie die Gebäude und sichern Sie die Daten. Die Informationsgebäude sind mit modernen Defensivsystemen gesichert. Vernichten Sie sie, um die Eroberung der Gebäude zu ermöglichen. Okay. Okay, wir pflanzen, zerstören Sie die GI-Basis. Geheimdienstdaten aktualisiert. Na gut, die lassen uns ja jetzt erstmal, glaube ich, in Ruhe. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Die Korruptoren, ja, die sind gut, um besetzte Gebäude zu räumen. Bau abgeschlossen. Lassen wir die beiden erstmal gegeneinander kämpfen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. So, dann... Einheit wird angegriffen. Wird ausgebildet. Einheit verloren. Oh, die sind schon da. Holt sie euch! Stealth-Einheit geortet. Was für eine Einheit? Mal gucken, was sind denn deren? Stärke, Fahrzeug, Infanterie, Gebäude. So. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Dann einmal ein Sammler noch. Ach Quatsch, kein Sammler. Hier den Wachstumsbeschleuniger. Der bringt natürlich auf lange Sicht enorme Vorteile. So. Da kann er sich nicht pflanzen. Hier kann er sich pflanzen. So, dann bauen wir... Wird gebaut. Pflanz dich jetzt. Da ist ganz viel Tiberium. Ich weiß gar nicht, ob die GDI mit der Zeit die Bruderschaft überrennen würde. Ich muss das auf jeden Fall im Auge behalten. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. So. Wird gebaut. Technologie-Assembler. Kann ich den schon bauen? Ja, den kann ich schon bauen. Bau Superwaffe kann ich noch nicht bauen. Okay. Kroatien sind wir jetzt. So, da unten ist der fertig. Dann bau schon mal einen davon. Und... Stealth-Einheit geortet. Wird gebaut. Ich hoffe, dass die sich so ein bisschen in der Waage halten. Bau abgeschlossen. So. Bau abgeschlossen. Wunderbar. Kriegen wir noch ein bisschen blaues Tiberium, das beschleunigt alles ein bisschen. Dann brauchen wir das Ding. Hallo Zug. So, dann reparier dich mal.
Ah, Zeit ist schon um. Ungeeigneter Bauplatz. Neue Bauoptionen. Okay. Wir bauen aber das Ding noch. Und dann muss ich auf jeden Fall noch den Technologie-Assembler bauen. Starts-Einheit geortet. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ich mache das eigentlich ziemlich falsch, was ich hier mache. Eigentlich muss ich viel weiter auseinander bauen. Was ermöglicht mir das denn? Ah, die Triport kann ich dann bauen. Machen wir erstmal noch ein Kraftwerk. Ich habe leider noch keinen Zugriff auf die großen Flugzeuge. Erweiterte Infanterieschutz, Spezialfähigkeit Stasi-Schild. Mhm. Ja gut, dann mache ich jetzt den Schnitt und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder in Kroatien.